Ja, die Überraschung ist folgende. Die wäre? Ja, du hast gestern am Abend ganz beim Vorgespräch ganz groß hat er gesagt, woran man guten Koch erkennt. Ist das Rührei oder was das ist? Und jetzt haben wir gesagt, der Rudi Ober muss uns jetzt zeigen, wie das wirklich geht. Nein, ich glaube, dass Rührei wirklich eine spezielle Technik ist, dass diese Sehnlichkeit erreicht. Ja, das werden wir jetzt gleich ein bisschen was erklären. Aber damit die Sache auch ein bisschen eine Form hat, kann jeder scherzen. Oh. Okay. Ja, weil wer weiß, was für Kotze auf deinem Bauch gelegen ist. Ja. Ja. Auf mein Netz, auf seiner. Nein. Das musst du ernst haben. Da. Bitte. Jetzt schaut's her. Oh, das ist alles im Fernsehen. Wenn das mal vorher, jetzt, habe ich schon wieder Probleme. Ich brauche dann. So. Emulgiert. Emulgiert. Ja. Wie die anderen sagen. Ja. Jetzt braucht man nicht so geschwollen reden. Nein, so, sagen können wir. Dann haben wir gesagt, wir haben jetzt ein paar Schwammerl schon. Ah, oh, herrlich. Er soll auch was machen, wenn er schon will. Er soll auch was machen. So, dann tust du da ein bisschen Öl rein. Aber was hast du jetzt, Fans? Das ist ganz einfach. Ah, Leintotteröl. Leintotteröl, das ist ja gesund auch noch. Ein bisschen noch, du hast noch dazu. Lein was? Leintotteröl. Leintotteröl, das ist ganz was Gesundes. Omega-3. Ja, aber vom Feinsten. Da haben wir ein bisschen Schalotten rein. Zwiebeln, ja. Man kommt da jetzt ein bisschen Knoblauch rein. Da. Ja. Haben wir aber nicht. Dann wird dann ein bisschen Mitschlück rein und ein Schnittlauch und ein Petersilie. So, wenn das so ist, wenn du es merkst, jetzt ist das Wasser groß weg. Viel Feind nicht mehr. Nein, viel Feind nicht mehr, der ist ja Meisterkoch. Kennt das ein bisschen auf? Ja, man muss aufpassen, genau, das sind die einfachen Sachen. Ja, aber ich sag dir, jetzt musst du aufpassen, dass da die Schalotten nicht schwarz werden. Genau. Ja, das ist so. Noch wichtig. Ja, ja. Und jetzt tut er das Ei, was er so sich emulgiert hat, haben wir jetzt da rein. So. Und jetzt ist und ganz jetzt wichtig, dass du da jetzt nicht eine zu große Hitze hast. Genau. Gell? Siehst du, wenn es halt schnell anzieht, dann hat auch die Bindung. Dann hast du die Bindung nicht und dann entsteht genau das, dass du diese furztrockenen Kakao kriegst. Furztrocken. Kann man das so in einer Kochbusch schreiben? Gib mir bitte. Furztrocken. Thomas versteht. Gib mir das Glas, der mag schieben, bitte, was da vorne steht. Siehst du, und Thomas, dann jetzt ein bisschen mit der Temperatur spielen. Da ist es gescheiter, wenn es länger dauert, das wird schnell. Schnell. Jetzt wird es langsamer so. Ja. Jetzt hast du. Jetzt merkst du es. Jetzt fangst du an. Schau, wenn es so ist, dann gehst du da her, dann da mein Lippsteck lehne, ein Petersilie und ein bisschen ein Schnittlauch. Und schon sind wir hergekommen. Jetzt pass auf. Jetzt sind wir so weit. Und jetzt haben wir meinen Löffel. Da haben wir da eine Form. Schau. Da haben wir da eine Form. Jetzt warten wir noch ein bisschen. Siehst du? Aber jetzt hat es das, was du gesagt hast. Das ist genau die Sämigkeit. Was auch gut ist, wenn du Krebsen hast. Gell? Ja, boah, sehr. Statt den Rahm nimmst du Krebsenrahmsauce. Ja. Dann hast du schon mal den Geschmack. Schau, und jetzt haben wir das da rein. Mein Liebling ist ja mit Sardin. Das ist auch gut. Hätte mich da. Was ist das Französisches? Sardin. Sardin. Achso, Sardin. Gib mir noch einen Schnittlauch stiften, bitte. Einen Schnittlauch stiften. So, da haben wir. Ein Oberauerspeck oder wir haben auch viel von dem. Wie machst du den? Den machst du auf dem Speck. Aber den machst du am Backpapier. Der gehört zwischen zwei Papier und im Mikro. Und in der Mikrowelle sozusagen. Dann ist Fett heraus und dann hast du den Knusprig. So, und jetzt schau her. Darfst du runterziehen? Darfst du runterziehen? Das ist jetzt der Beweis, ob das passt. Siehst du? Hätte passt. Aber jetzt pass auf, ein zweites Geschirr, bitte, ein neues Geschirr. Das hätte passt. Du hast glaubt, das ist herzhaft. Gib mir ein neues Geschirr. Das ist kein Problem, das nehmen wir runter. Was tust du jetzt? Ich mach das mal. Wo ist der Löffel jetzt? Der Löffel ist da drüben. Jawohl. Jetzt tun wir es da nochmal rein. Weil da siehst du, wie das gerade die Cremigkeit hat. Die Cremigkeit hat. Jetzt haben wir nicht weitergeredet, mit Krebse. Ne? Ja. Wenn du machst, der Krebse Soße zuerst und die Schmanzel kochst, dann tust du mit der Soße statt den Rahm, nimmst die Krebsen rein, auch so viel. Ja, jetzt probier es nochmal. Das ist der Beweis. Also es muss stehen bleiben. Das ist die Cremigkeit. So, und jetzt machen wir einen Hunger, habt ihr auch. Und jetzt haben wir da ein bisschen den Speck da drauf. Und das da. Und dann haben wir da noch ein bisschen die Blüten von den Topinambur, weil die wachsen gerade im Garten. Und dann kannst du noch, du kannst auch einen Käse rein tun. Von Natur, das ist ja so eine eigene Linie, von Transgourmet zum Beispiel. Ja, ja. Und die machen da eben. Wir haben gute Käse in einem Sortiment. Gell? Jetzt kommen wir noch hergehen. Gib mir das Kernöl bitte. So. Und dann kannst du noch mit deinem Schnittlauch, damit du den auch noch hast. Und dann haben wir schon eh aus wie. Du heißt Jäger, oder? Ja, ja. Schau wie ein Jäger. Wie ein